Namaste. Namaste, Mittwoch, 25. September 24. Herzlich willkommen beim KIMI-Report mit Georg und mit Laura. Ja, the trend is your friend, sagt man ja. Aber vielleicht ist der Trend nicht so the friend von Christian Lindner. Wir haben jetzt mal wirklich feste Daten. Ich will euch da nicht zu lange damit aufhalten, aber es ist einfach unglaublich. 1,1% in Thüringen geschafft, die FDP 0,9% in Sachsen, 0,8% in Brandenburg. Und bundesweit hat sich die Zahl derer gemäß Meinungsumfragen, die bereit wären, morgen, nein, nicht morgen, in einem Jahr, die FDP zu wählen, halbiert. Da wären wir dann ungefähr bei 2-3% bundesweit, also das ist auch weit unter der 5%-Hürde. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner, der als Hans im Glück seine Partei einst wieder zurück in den Bundestag befördert hat, steht nun relativ zerzaust vor uns, das kann man schon sagen. Sein Goldklumpen ist zerbröselt, zerbröckelt, was da glänzt, ist nur noch der Nachruhm des einstigen Ruhms, der aber auch, wenn wir ehrlich sind, nie ganz so groß war. Um seinen Hals hängt nun ein veritabler Mühlstein, der in Richtung Abgrund zieht. Die Situation der FDP innerhalb der Ampelkoalition ist nur deshalb nicht trostlos zu nennen, weil es ja Alternativen zum Untergang gibt. Man könnte auch sagen, die FDP steht vor dem Abgrund. Wann macht sie den nächsten Schritt? Was für die Bremer Stadtmusikanten gilt, um in diesem Dunst der Grimmschen Märchen zu bleiben, mit dem Mühlestein und so weiter, gilt auch für Mr. Christian Lindner. Etwas Besseres als den Tod wird er überall finden. Die Liberalen aber müssen sich ins Freie bewegen. Und ich meine mit Freie wahrscheinlich in eine Opposition, wo sie sich wieder sammeln können, wo sie sich wieder ausrichten können auf ihre Grundwerte letzten Endes. Und das ist vielleicht besser in der Opposition möglich als so auf einer Bombe genannt Ampelkoalition. Und dann müssen Sie sich vielleicht auch wirklich überlegen, was wollen Sie für eine Politik machen, auch für eine Außenpolitik, und wollen Sie sich mit solchen charmanten Menschen wie Strack-Zimmermann umgeben, solche Menschen an Bord nehmen? Ich weiß es nicht. Also naja, also dieser Kuschelkurs der FDP mit solchen, ich sage es jetzt mal ziemlich klar, Mannsweibern, das kann einfach keine Stimmen bringen, was die Dame da in letzter Zeit von sich gegeben hat. Also ich glaube, das irgendwie erschüttert jeden, ob der blau, rot, grün, gelb, schwarz ist. Also das spielt gar keine Rolle. Und ich meine, Christian Lindner, der ist ja jetzt so geprügelt. Vielleicht müsste er etwas Empathisches an Bord nehmen. Vielleicht würde ihm das natürlich auch etwas gut tun. Gut, den beiden anderen Miesepetern da bestimmt auch. Aber Christian Lindner ist ja noch nicht so lange und ganz bestimmt glücklich verheiratet. Ihr erinnert euch, Riesenhochzeit auf Sylt vor dem Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö natürlich. Nun ja, wenn ihr wirklich lachen wollt, kommt doch zu uns. Noch 5 Vorstellungen von Es Harzt als Arzt. Die nächsten 3 in Zürich, 23.10. im Dörfle, im Weißen Wind, dann Kräuterhof in Islikon. Am nächsten Tag, Donnerstag, 24. Oktober, 19.30. Und dann am 25.10. im Ochsen in Wagenhausen am schönen Rhein. Eine ganz, ganz schnuggelige Kleinbühne ist da. Und denkt daran, heute, die, die sich noch entscheiden mögen für Wagenhausen, bekommen heute noch einen ganz hübschen Discount auf die Tickets, einen sogenannten Early Bird. Um Mitternacht ist es vorbei. Und gerade für die Ostschweiz,
möchten wir eine Entwarnung aussprechen. Also wir reden im Fall nicht aus Schweizer Dialekt im Sinne von Beat Boy, wie ich gange. Nein, bin nicht gegangen, ich bin gefahren. Also wir reden ganz normal, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Tickets gibt es unter info@männerpraxis.ch. Aber wenn man so sieht, was auf der Welt passiert, wir hatten gestern diesen wolfsartigen Schüler in Schottland, müssen wir fast sagen, ja, wollt ihr wirklich Kabarett-Tickets noch bestellen? Wäre natürlich, muss man sagen, auch eine tolle Unterstützung für uns, auch an Ticketbestellungen hat CFO Laura ihre Freude. Aber es gibt so viel Klamauk. Also was jetzt kommt, das ist wirklich, man hat es irgendwie geahnt, aber es ist einfach unglaublich. Das Video heißt «Von der E-Ekstase zum Katzenjammern». Wenn man da, liebe Freunde, so am Recherchieren ist, dann denkt man manchmal, wieso tue ich mir das überhaupt an, oder? Nach dem Motto «Erster Entzug von Information ermöglicht Optimismus». Aber ja, es geht ja immer weiter und man hat Spaß an der Sache. Aber manchmal ist es so, und das ist ja so fies irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon bemerkt habt, wenn ihr überhaupt noch irgendwelche Presseerzeugnisse konsumiert. Da hat es überall dazwischen gestreut, gerade auf den freien Medien oder Plattformen, immer so Werbung. Und die ist manchmal hat man das Gefühl, ich sollte vielleicht lieber mal einer solchen Spur nachgehen. Das wäre doch auch noch irgendwie spannend. Und vor allem, das Auge ist ja auch mit. Aber nein, lassen wir das. Kommen wir zur ACEA. Und das ist die European Automobile Manufacturers Association. Das ist natürlich nicht die Abkürzung, sondern es ist eine französische Abkürzung. Association Constructeurs Européens. Des Automobiles. Und die schlägt Alarm. Aus den Augustzahlen vor allem, aber aus allen Zahlen in diesem Jahr. Und sie rufen nach wirklich Urgent Action, also nach unmittelbaren Maßnahmen wegen dieser Abfalls, dieses dramatischen Abfalls an Neuregistrierungen, Bestellungen von E-Autos. Da, von ihrer Homepage. Vor allem auch machen sie sich große Sorgen, dass wenn diese Auflagen für diese 0,0 Neutralität CO2 kommt, dass es dann wirklich zappenduster ist. Und interessant mal auch, was die Automobilindustrie für die EU für eine Bedeutung hat, oder? Fast 13 Millionen Europäer arbeiten in dieser Industrie. Es sind 8,5% aller herstellenden, also nicht nur dienstleistenden, sondern herstellenden Jobs. 392 Milliarden bekommen die Regierungen in Europa als Steuern zurück von dieser Autoindustrie. 101 oder 102 Milliarden Bonus quasi für die Europäische Union im Handelsüberschuss. 7% des GDPs wird durch die Autoindustrie generiert und 59,1 Milliarden in Research and Development werden jedes Jahr ausgegeben für die Forschung, für die Weiterentwicklung. Und zwar, das ist ein Drittel der ganzen Forschung in der EU. Also das ist ein unglaubliches Schwergewicht. Diese Autoindustrie in der EU und die anhaltende Schwäche auf dem Markt für E-Fahrzeuge, also und die bringen dann den europäischen Automobilhersteller, so heißt es auf Deutsch, Verband, in große Zweifel, ob die Ziele für die Reduzierung der CO2-Emissionen für nächstes Jahr überhaupt machbar, realistisch sind. Insgesamt sind die Bestellungen und vor allem Neuzulassungen komplett eingebrochen. Wenn wir das anschauen, Neuzulassungen in der EU minus 18,3%, in Deutschland minus 28%, Frankreich 25%, Italien 13%. Das ist heftig. Und die Elektroautos, ja, batteriebetrieben,
44% zurückgegangen, die Neuzulassungen im August. Also von 165.000 auf 92.000. Das ist dramatisch, oder? Deutschland fast 70%, Frankreich ein Drittel, 33%. Das hat natürlich seine Gründe, über die wir immer wieder reden auf diesem Kanal. Benzinfahrzeuge auch zurückgegangen, 17%. Und zwar da die Schlüsselmärkte, Frankreich noch mehr als bei den E-Fahrzeugen, Italien auch, Spanien 17,4%. In Deutschland sind die Benzinfahrzeuge ganz anders zurückgegangen als die E-Fahrzeuge. Da waren es ja 68,8%, die Benziner jetzt nur 7%. Also ich glaube, der Deutsche, der hat irgendwie so mindestens Diesel, aber noch eher Benzin in seinem Gasfuß. Und das wird ganz schwierig, das zu verändern. Umso mehr es ja auch, sagen wir mal, beschränkt Sinn macht. Wir sind ja auf einer speziellen Plattform. Aber das betrifft nicht nur die Autoindustrie, sondern eben auch die Zulieferer. Aber VW, bis zu 30.000 Arbeitsplätze in Deutschland könnten einfach gestrichen werden. Das entspricht 25% der deutschen VW-Belegschaft. Die bisherigen, und das sind natürlich alarmierende Zeichen, die bisherigen Abmachungen mit den Gewerkschaften, die in Deutschland ja eine gewisse Macht, Stärke haben, wurden aufgelöst, um durch neue Regelungen ersetzt zu werden. Also ich nehme jetzt mal an, dass die VW oder Autohersteller Mitarbeiter nicht so schlecht gestellt waren. Und wenn die Gewerkschaften jetzt das auflösen, dann werden sie denken, ja, irgendwie müssen wir gute Miene zum bösen Spiel machen, weil da ist wirklich, Entschuldigung, der Ausdruck, die Kacke am Dampfen und wir können nicht einfach da irgendwo verharren, denn wenn die Arbeitsplätze weg sind, wo Loch, da nichts mehr, dann ist unseren Mitgliedern ja auch nicht geholfen. Medienberichten zufolge plant Europas größter Autobauer VW, Volkswagen, diesen erheblichen Stellenabbau, um zu sparen. Bei den Kosten natürlich. Auch international kommt es zum Stellenabbau. Ford streicht 3.500 von 4.500 Stellen im Werk Saarlouis. Massiver Stellenabbau bei Bosch. Zulieferer ZF plant Stellenabbau in Saarbrücken zu beschleunigen. Elon Musk plant massiven Stellenabbau bei Tesla. Weltweit 14.000 Arbeitsplätze. Das ist auch nicht ganz nicht. Der Verband erklärte, also eben dieses ACDA, dass der Übergang zur Emissionsfreiheit eine große Herausforderung darstellt, also Zero, Net Zero, wie das so schön heißt, da die Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen für PKWs und Nutzfahrzeuge bis 2025 zunehmen. Die ACEA ist besonders besorgt über, ja, das kommt dann auch noch netterweise obendrauf, Bußgelder in Milliardenhöhe, die ansonsten in den Übergang zur Emissionsfreiheit investiert werden könnten. Wir haben ja gesehen, wie viel ausgegeben wird, 59 Milliarden für die Forschung. Und das ist ja nicht einfach nur, um die Autos tiefer zu legen oder schneller zu machen. Also das kann mir, was willst du in der Schweiz mit 120? Ich meine, da bist du ja schon mit irgendeinem Topolino, bist du ja schon gefährdet, Raser zu sein. Und unnötige Produktionskürzungen, Arbeitsplatzverluste und eine geschwächte europäische Liefer- und Wertschöpfungskette in einer Zeit, in der wir in einem harten Wettbewerb mit anderen Automobilregionen, das ist ja schön formuliert, ich würde klar sagen, Ländern. Wir haben gesehen, Fußball-EM in Deutschland, Hauptsponsor BYD aus einer anderen Region. Diese Region heißt, vielleicht habt ihr schon mal von der gehört, die heißt China. Die Gruppe, also der Verband, fordert ein zügiges Vorwärtsmachen, sofortiges Handeln, um den Abwärtstrend, ja, also der Trend is your friend, ja, da nicht, die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie wiederherzustellen und strategische Schwachstellen zu reduzieren, auch sehr diplomatisch formuliert. Also diese Bußgelder in Milliardenhöhe und vor allem diese Zielsetzung von Net Zero bis 2030 wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, und anspruchsvolle Ziele für 2025 mitten in einer gigantischen Absatzkrise.
das könnten strategische Schwachstellen sein. Es sind eigentlich Killerfaktoren, nicht strategische Schwachstellen. Ihr lieben Verbandsvorstände, nennt doch das Kind wirklich beim Namen. Ja, vielleicht müsste der Verband ja mal ein paar Politiker stellen. Weil, wenn wir die aktuelle Energiepolitik vor allem in Deutschland auch noch anschauen, dann muss man fast sagen, ja, irgendwie hat die etwas Suizidales. Vielleicht sind die alle so in eine Suizidkapsel gestiegen, wie jetzt in der Schweiz bei einem Wald in Schaffhausen. Wir werden das sicher noch bringen und haben genug, keine Ahnung, wir haben genug von Auspuffen und von Pneus und was weiß ich. Was viele übersehen, ist eben diese Politik der EU und alle Staaten, wo insbesondere eine Farbe, die sieht man auf den Wiesen, mitzureden oder sogar zu bestimmen haben. Der Kampf gegen Kohlenwasserstoffe wie Erdgas, Benzin, Diesel und Heizöl führt dazu, dass der Stromverbrauch steigt und mit ihm die Strompreise, ja, die Nachfrage und so weiter. Eine alte Wirtschaftsregel. Dadurch werden aber genau die beworbenen Verbraucher, nämlich E-Autos und Wärmepumpen, vergessen wir die nicht, immer unattraktiver. Wir haben gesehen, dass die Ladestationen, das ist eben das unglaublich kindlich naive Klamauk, die Verteilernetze manchmal wirklich nicht nur überlasten, sondern lahmlegen. Auch in Herleberg gibt es solche Geschichten. Wenn jetzt da alle E-Besitzer gleichzeitig abends ans Netz gehen, dann beginnt in gewissen Haushalten das Licht zu flackern. Wir haben eine Freundin, die wohnt so in einem größeren Komplex, Mehrfamilienhaus, und dort gibt es einige Ladestationen unten in der Tiefgarage. Und wenn die Herren und Damen da ihre Herleberg, ihre nicht ganz kleinen Boliden laden, dann gibt es manchmal, dass es einfach das Netz nicht stabil ist. Und vom Kochherd bis zur Leselampe. Herleberg, Goldküste, Schweiz. Und deshalb gehen da auch wieder die Tarife hoch, das hat TKP mal berichtet. Ladestationen für E-Autos überlasten Verteilnetze, neue Zusatztarife. Und tatsächlich zum Beispiel gibt es jetzt Anbieter, Aleco, die führen, also ich habe keine Ahnung, ich dachte immer in 20 Minuten kann man Supercharger irgendwie von 10% auf 80% hochladen. Ich wusste, der Rest ist dann zäh und geht lange. Aber das sind Supercharger und die gibt es nicht überall. Und wenn man jetzt also länger als 45 Minuten an einer solchen Tanke steht, weil man einfach vielleicht eine lange Reise macht und nicht allhändisch ist, nicht mehr will da rausfahren, dann kostet es je nach Anbieter nochmals pro Minute zusätzlich Geld zu den Kilowattstunden, die man ja sowieso bezahlt. Das ist fair enough, damit das eben etwas zügiger geht und die Warteschlangen nicht so lange sind und die Wartezeiten auch nicht. Aber es kostet jetzt eben auch noch mehr. Und dann hat man irgendjemand die Verschwörung ins Spiel gebracht, in Neuruppin in Brandenburg würden Generatoren dort stehen an diesen Charger-Stationen, an diesen Aufladegeräten. Und um das lokale E-Netz nicht zu überlasten, würden dort Dieselgeneratoren stehen. Das ist natürlich eine komplette und totale Verschwörungstheorie. Also man kann schon fast sagen, das ist ja schon Bullshit-Alarm. Und wer steigt dann in die Hosen? Gott sei Dank gibt es die, unsere Kollegen von Korrektiv. Und die haben dann herausgefunden, Neuruppin E-Auto-Ladestation nutzt keinen Diesel. Die haben dort tatsächlich einen eigenen Generator, sondern Bioethanol. Bioethanol, der Anbau, das ist nicht besonders von der Energiebilanz, weil das muss ja gepflügt und gedüngert und bebaut und eingefahren werden. Und dieses Bioethanol muss dann wahrscheinlich mit Diesellastwagen zu diesen Generatoren gekarrt werden. Aber Hauptsache, es ist kein Diesel. Vielleicht gibt es aber irgendwo auf der Welt tatsächlich Dieselgeneratoren, die diese Supercharger laden. Und darum nehme ich meinen Bullshit-Alarm sofort wieder zurück. Und zwar in der Harris Ranch Tesla ist die größte Supercharger-Station
des Planeten, soviel ich weiß. Gut, bei China weiß man nie, aber sagen wir mal, dort, wo man ein bisschen was weiß, oder? 98 Ladebuchten haben die, das ist unglaublich. Man könnte wirklich meinen, das ist das grüne Lade-Energie-Mobilitätsparadies. Anders kann man das nicht sagen, oder? Und Tesla-CEO Elon Musk verkündete schon vor 7 Jahren, dass alle Supercharger im Netzwerk des Autoherstellers auf Solarenergie umgestellt würden. Könnte sein, dass das in Kalifornien funktioniert. Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Und da gibt es eine Zeitung, die heißt Cowboy State Daily, eine Tageszeitung, und die haben dann herausgefunden, largest charging station für electro vehicles in world, also ist tatsächlich auf der Welt, powered by diesel powered generators. Und das ist genau, wenn ihr unten das rot unterstrichene seht, das ist genau diese Station in Coalinga in Kalifornien. Das ist dieses wahrscheinlich etwas verschlafene Nest. Also ich meine, die schreiben dann auch, der Journalist, von Supercharger laden Fahrzeuge in nur 20 Minuten bis zu 80% auf, aber um diese Art von Strom für fast 100 Ladebuchten bereitzustellen, braucht man etwas, das Solaranlagen nicht leisten können, Dieselgeneratoren. Und uns hat man doch diese Elektromobilität für unglaublich grün und umweltfreundlich, und auch das Lithium ist kein Problem, und auch die Lebensdauer dieser Batterien auch nicht, und man kann diese Elektroautos auch super wieder als Occasionen verkaufen. Meine Damen und Herren, merkt ihr, wie wir werden einfach so für saublöd verkauft? Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und meine 2G-Freunde, ihr wisst schon wer, also die wahrscheinlich, die sind immer noch auf der gleichen Wellenlänge. Hauptsache grün und Hauptsache das Gewissen ist beruhigt. Aber eben, es ist wirklich fantastisch, was man mit uns machen kann. Das geht auf, wie man Schweizerdeutsch sagt, auf kei chue Hut, meine Damen und Herren. Keine Zeit verschwenden! Diese Show kann nichts mehr retten! Ja, es ist in der Tat, wie die zwei Alten sagen, es ist wirklich eine absolute Muppet-Show, die man mit uns veranstaltet. Wir sind mittendrin. Unser Hippocampus ist, glaube ich, schon völlig zerfressen. Übrigens eine ganz spannende Geschichte, der ich mir auch mal annehmen werde. Ich habe auch noch diesen Future Summit-Geschichte vor mir her. Aber ich glaube trotzdem, es lohnt sich immer noch, richtiges Kabarett zu sehen. Wir würden uns freuen, den einen oder die andere bei uns noch live begrüßen zu dürfen. Das war's aber von mir heute. Wir sind am Ende. Ich auch und Olli auch. Georg, Entschuldigung, nicht Olli. Olli ist sein kleiner Assistent, der ist aber noch nicht bühnenreif. Wir sind am Ende. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Und damit sage ich Saludos a todos, beste Grüße an die Höfe am Bodensee, und man sieht sich.